Hallo, in diesem Video werde ich zeigen, wie man den Computer von einem Mobiltelefon aus der Ferne einschalten kann. Ich denke, jeder Benutzer hat sich einmal gefragt, ob es möglich ist, den Computer auf eine andere alternative Weise einzuschalten. Und das ist beispielsweise über das Telefon möglich. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Das Windows-Betriebssystem bietet die Funktion, den PC nach einem Zeitplan einzuschalten. In diesem Video werde ich zeigen, wie Sie dies mit einem Smartphone mit Android über WLAN tun und wie Sie den PC in großer Entfernung aus der Ferne einschalten. Schauen wir uns zunächst an, wie Sie einen Computer von einem Telefon aus einschalten, das mit demselben Netzwerk verbunden ist. Dazu müssen Sie zunächst die Netzwerkkarte im BIOS konfigurieren. Das Einrichtungsverfahren kann je nach Computertyp geringfügig variieren. Das Einrichtungselement sieht jedoch ungefähr gleich aus. Hier im BIOS müssen wir die Wake-on-LAN-Funktion konfigurieren. Die Wake-on-LAN-Funktion führt zu einer konstanten Stromversorgung des Netzwerkadapters, die alle eingehenden Pakete scannt und den Computer einschaltet, falls eines davon vorhanden ist. Für diese Methode benötigen Sie ein Motherboard mit Unterstützung für diese Funktion und ein Smartphone mit der Wake-on-LAN-Anwendung oder einem anderen gleichwertigen Gerät. Also starten wir den Computer und gehen ins BIOS. Normalerweise können Sie beim Booten mit der Entferntaste hierher gelangen. Hier müssen wir den Punkt Wake on LAN, Power on By, PME Device, Power on By, Ethernet Card mit allen möglichen Namen finden, die Sie jetzt auf dem Bildschirm sehen können. In meinem Fall ist es LAN Power on. Wenn Sie eine externe Netzwerkkarte haben, aktivieren Sie die Option PCIe-Geräte einschalten. Wir aktivieren diese Option. Klicken Sie auf Beenden, speichern Sie die Änderung und löschen Sie sie. Dann speichern wir die Änderung und beenden das BIOS oder drücken F10. Jetzt müssen Sie die Wake-on-LAN-Anwendung auf Ihr Telefon herunterladen. Ich werde einen Link in der Beschreibung unter dem Video hinterlassen. Es gibt ähnliche Anwendungen, die Sie nach eigenem Ermessen auswählen können. Die App ist ziemlich einfach zu bedienen. Sie müssen das Smartphone über WLAN mit Ihrem Netzwerk verbinden. Der Computer muss auch mit diesem Netzwerk verbunden sein. Klicken Sie hier in der Anwendung auf Hinzufügen und ziehen Sie nach unten, um nach Geräten im Netzwerk zu suchen, oder geben Sie die Adresse manuell ein. Wenn mehrere PCs an Ihr Netzwerk angeschlossen sind, ziehen Sie das Kabel heraus oder trennen Sie es vom Netzwerk, um das gewünschte zu ermitteln. Suchen Sie in der Anwendung nach Geräten, merken Sie sich, welche Geräte gefunden wurden, verbinden Sie den PC erneut mit dem Netzwerk und suchen Sie sie. Das neue Gerät ist der PC, den wir benötigen. Wählen Sie es aus der Liste aus. Sie können die MAC-Adresse eines PCs in Windows ansehen, indem Sie das Aufführungsfenster öffnen und den Befehl msinfo32 eingeben. Öffnen Sie Komponenten Netzwerkadapter. Im rechten Teil des Fensters sehen Sie Informationen zu allen Netzwerkadaptern des Computers, einschließlich ihrer MAC-Adresse. Wir wählen
es aus der Liste der Geräte in der Anwendung auf dem Telefon aus. Hier kann im Nick zugewiesen werden und eine separate Farbe wählen. Gerät hinzufügen. Jetzt ist es in der Liste der verfügbaren Geräte erschienen. Das ist alles. Klicken Sie einfach auf das Gerät im Telefon und die Anwendung sendet einen Befehl zum Aufwecken und der Computer wird eingeschaltet. Wenn der Patient nicht aufwacht, installieren Sie die neuesten Treiber auf der Netzwerkkarte. Wenn dies nicht hilft, deaktivieren Sie die Schnellstartfunktion. Öffnen Sie dazu die Systemsteuerung, Leistung, Aktion der Netzschalter, Änderungen an Einstellungen, die derzeit nicht verfügbar sind. Deaktivieren Sie Schnellstart aktivieren. So wecken Sie einen Computer von einem Telefon über das Netzwerk und remote über das Internet mit TeamViewer. Durch Einrichten der Wohlfunktion auf Ihrem PC können Sie sie einschalten und sich nicht im selben Netzwerk in der Nähe befinden. Dies kann mit dem TeamViewer-Dienstprogramm erfolgen. Ich habe bereits eine Rezension zu diesem Programm gemacht. Ich werde einen Link zum Video in der Beschreibung hinterlassen. Um einen Computer aus der Ferne einzuschalten, muss TeamViewer so konfiguriert sein, dass der Computer über seine öffentliche IP-Adresse aufgeweckt werden kann. Damit der Computer nur von Ihrem eingeschaltet werden kann, müssen Sie ihn an Ihr TeamViewer-Konto binden. Gehen Sie wie folgt vor, um Ihrem Konto einen Computer zuzuordnen. Starten Sie TeamViewer auf dem Computer. Wählen Sie im Hauptmenü Erweiterte Optionen. Gehen Sie zum Abschnitt Haupt. Klicken Sie im Abschnitt Verbindung mit Konto auf Mit Konto verknüpfen. Danach öffnet sich das Fenster Link zum Konto. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort ein. Und klicken Sie auf den Link. Der Computer ist jetzt mit einem TeamViewer-Konto verbunden. Zusätzlich zu den Einstellungen im Programm müssen Sie die Port-Weiterleitung auf dem Router konfigurieren. Informationen zum Konfigurieren oder Port-Weiterleitung finden Sie im Video unter dem Link in der Beschreibung. Wenn der Computer keine öffentliche Adresse hat, können Sie ihn auch von einem anderen Computer über das lokale Netzwerk aktivieren. Ein anderer Computer muss eingeschaltet sein und TeamViewer ist so installiert und konfiguriert, dass es beim Start von Windows gestartet wird. In diesem Fall können Sie die Wake-on-LAN-Funktion über das lokale Netzwerk aktivieren. Dazu müssen Sie die TeamViewer-ID des Computers in dem Netzwerk eingeben, mit dem Ihr Computer aktiviert wird. Auf diese Weise wird das Signal über den jeweiligen Computer an den Computer weitergeleitet, den Sie einschalten möchten. Wählen Sie dazu im Hauptmenü Erweitert Optionen grundlegend. Öffnen Sie in der Funktion Netzwerkeinstellungen Wake on LAN die Konfiguration. Hier markieren wir andere TeamViewer-Anwendungen im selben lokalen Netzwerk. Gehen Sie im Feld TeamViewer-ID die Computer-ID ein, mit der das Wake-Signal gesendet werden soll und klicken Sie dann auf die Schaltfläche hinzufügen. Okay. Jetzt kann der Computer mit der gespeicherten TeamViewer-ID aufgeweckt werden. So aktivieren Sie einen Computer, öffnen Sie TeamViewer, melden Sie sich mit Ihrem TeamViewer-Konto an und gehen Sie zu Computer und Kontakte. Wählen Sie aus der Liste die aus, die Sie aktivieren möchten, klicken Sie mit der rechten Maustaste drauf und dann auf Erwachen. Der Computer wird eingeschaltet und im Netzwerk sowie in dieser Liste der Computer und Kontakte angezeigt. Und das ist alles. Ich hoffe, dieses Video hat euch geholfen. Vergesst nicht, Daumen hoch machen und vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss!